Eine völlig offene Frage ist für mich, wie treffe ich auf der anderen Seite durch das Tor des Todes hindurch auf die Menschen, die ich geliebt habe? Ja, liebe Frau Gerl-Falkowitz, liebe Frau Professor Gerl-Falkowitz, herzlich willkommen hier an der Hochschule Heiligenkreuz, die Sie ja sehr gut kennen. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt hier die Zeit genommen haben für das Gespräch mit uns. Vielen Dank. Sie sind ja Religionsphilosophin, Sie sind die Leiterin des Instituts für Philosophie und Religion. Sie sind Herausgeberin der kleinen Bibliothek des Abendlandes, also wahnsinnig viele Themen, über die wir uns hier unterhalten können. Mich würde gleich am Anfang interessieren, als Religionsphilosophin und als Katholikin, wie macht es überhaupt Sinn, über etwas nachzudenken, dem man sich eh schon zugehörig fühlt? Danke für die Frage. Übrigens auch danke für die Einladung. Macht mir Freude. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich in meinem Glauben nicht so gut gehalten worden wäre, wenn ich nicht gleichzeitig Philosophie studiert hätte. Das klingt immer eigenartig, das kann ich aber begründen. Es war mir völlig klar, das ist mir bis heute klar, dass Theologie und Philosophie in einem ganz tiefen Sinne zusammengehören. Und damit bin ich im Glauben geblieben. Es war gar nicht so schwierig. Sie sind geblieben, das heißt, Ihre Familie hat Ihnen Glauben mitgegeben, also sozusagen Denken, Beten und so weiter war Teil des Familienlebens Ihres Aufwachsens. Ich komme aus einer Lehrerfamilie und mein Vater war zwingend auch Organist. Also Volksschullehrer waren immer auch Organisten, sonst wären die gar nicht angestellt worden. Wir waren ein christliches Elternhaus, überhaupt keine Frage, aber gleichzeitig auch ziemlich frei. Also ich habe keinen Zwang erlebt, also keine zwanghaften Unterweisungen, an die wir uns sozusagen absolut hätten halten müssen. Nein, es war auch eigentlich im Hintergrund so ein bisschen jugendbewegte Frömmigkeit, aber eben auch vom Denken geprägt. Und diese Freiheit habe ich eigentlich immer empfunden. Gleichzeitig war es aber so, dass natürlich auch in meiner Familie diese Entwicklung in den 60er Jahren nicht spurlos vorüberging. Also ich habe zwei Brüder, waren auch große Krisen. Aber in dem Sinne sind wir jetzt nicht eine heile Familie, die da unangefochten durchging. Das stimmt nicht, nein. Ich glaube überhaupt, dass diese Generation nach dem Krieg und dann, also genau die Generation wie ich, ich bin nach dem Krieg geboren, auch mit ihren Eltern natürlich in den ganzen Strudel der Entwicklungen mit hineingeriet. Und da war immer die Frage, gibt es sowas wie einen blinden Glauben? Natürlich kann man sowas wie ein Vertrauen entwickeln. Das habe ich eigentlich genau genommen nie verloren. Das Grundvertrauen, das habe ich nicht verloren. Aber das Durchziehen bestimmter Inhalte, also auch Auseinandersetzung mit Dogmen, das muss man trotzdem leisten. Und das habe ich dann aber auch über die Universität gelernt. Hatten Sie immer schon den Wunsch, Philosophie zu studieren oder Philosophin zu werden? Ja, von Anfang an. Ich habe auch Theologie studiert in München, aber das war unberaten. Ich bin gleich zu Karl Rahner gegangen und war natürlich völlig überfordert. Ja. Mich hat niemand beraten und dann bin ich auch wieder rausgegangen, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht begreife. Und habe den genauso blöden Entschluss gefasst oder die blöde Überzeugung gewonnen, dass ich für Theologie nicht geeignet bin, was natürlich auch Unsinn ist. Also ich hätte natürlich die Stufenleiter viel einfacher anfangen können. Das war dann aber in der Philosophie möglich. Da ging es gelinder an und man kann nicht mit der fünften Leitersprosse beginnen. Das war bei Rahner war es ja schon die 10. Leitersprosse. Aber Philosophie hat mir von Anfang an behagt. Gab es vielleicht dann irgendwie auch einen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, gut, jetzt gehe ich in Richtung Religion oder etwas, was zum Beispiel eine tiefe Gottessuche ausgelöst hat, weil man merkte, dass da immer ein Schürfen auf beiden Seiten ist. Das heißt, es muss ja irgendwann auch einen Moment gegeben haben, wo es sich abgezeichnet hat, dass das jetzt Ihr Weg ist. Ja, das ist jetzt gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube nicht, dass ich in einer ganz echten Krise war im Verhältnis. Also im Sinne von Gott verloren haben und dann wieder auf die Suche gehen, das würde ich nicht sagen. Das habe ich nicht gehabt. Das ist vielleicht eine besondere Gnade. Das kann ich nicht sagen, dass ich da völlig rausgefallen bin. Es war eher so, und das ist ein anderer Weg,
Ich habe auch also sehr deutliche Erfahrungen, so 68, 69, 70 gab es ja noch Studentenmessen, also studentische Hochschulgemeinde. Und mir waren die Schlagworte etwas verdächtig. Also ich habe auch heilige Messen erlebt, die völlig anders abliefen, also wirklich völlig anders. Das kann man fast nicht glauben. Also statt der Lesung, weiß ich nicht, aus Paulus, wurde irgendwie ein Kapitel aus der Süddeutschen Zeitung, also ein Beitrag aus der Süddeutschen Zeitung vorgelesen. Und Ähnliches. Ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Und ich fand das nicht gut. Also um das mal so zu sagen. Das hat mir immer wieder strebt. Ich habe, eher, ich weiß nicht, das war eher eine Instinkthaltung. Das war noch nicht so richtig bewusst. Ich muss auch sagen, ich hatte meine beste Freundin, die auch im Theologiestudium war, die hat mir dann ab und zu von Habermas Texte vorgelesen. Und ich muss sagen, dass ich da völlig unbedarft war. Ich habe die ehrlich gesagt nicht verstanden. Die Theorie des kommunikativen Handelns, das war damals so ein absoluter Bestseller. Klingt auch völlig trocken. Das wurde aber benutzt, um Stellung zu nehmen, auch bei ihr selber, sozusagen gegen die eigentlich noch nicht wirklich deutliche Kommunikation, die die katholische Kirche leistet. Also es wurde benutzt, um zu sagen, dass hier zu wenig demokratische Vorgänge seien, zu wenig Mitsprache und zu viel von oben nach unten. So, also sehr abgekürzt gesagt. Und sie las mir das vor. Und ich habe nichts anderes als es nicht verstanden. Ich muss es sagen, ich war nicht so super, wie das vielleicht der heutige Eindruck ist. Und ich bin so verstummt, ja. Aber verstummt heißt gleichzeitig, dass ich das Empfinden hatte, das stimmt alles nicht und ich habe aber keine Argumente. Und ich bin, das muss ich jetzt auch selbstkritisch sagen, wirklich eine Zeit lang als Unterseeboot gesegelt. Ich konnte gar nichts dagegen sagen, deswegen war ich stumm. Und außer diesem Gefühl, dass das nicht stimmt, aber gleichzeitig kann ich das überhaupt nicht begründen, habe ich, glaube ich, wirklich 3-4 Jahre auch in der Uni so gelebt. Ich ging nach wie vor auch in die Heilige Messe, weil ich schon empfand, dass das stimmt. Aber wenn mir jemand gesagt hätte, ja, begründe doch mal, warum du da drin bist, hätte ich, glaube ich, wenig sagen können. Von daher glaube ich wirklich, man muss auch Nachsicht haben. Es gibt, glaube ich, auch heute also viele junge Leute, die auch so von der Empfindung her dabei sind, aber nicht wirklich sagen können, warum. Und diese Phase habe ich sehr durchgemacht, zu meiner eigenen Beschämung. Das ist eine eigene Beschämung, weil andere Leute haben wirklich, also auch meine Freundin, die ich dann verloren habe, aufgrund dieser Differenzen, einfach großartig geredet, ja. Und ich saß da wie so ein Bählamm, ja, so, aha. Aber nichts dagegen, ja. Und von daher weiß ich, dass das so wichtig ist, dass man auf die Dauer dann einfach auch lernt, sich auszudrücken, ohne Aggressivität. Und das ist eine der großen Aufgaben, denke ich, das wäre hier auch die Aufgabe und ist es die Aufgabe der Hochschule, an der wir jetzt unterrichten, an der wir jetzt auch lernen und lehren. Das könnte aber heißen, dass Sie dann gerade dieses Unvermögen, da etwas zu sagen, dass sie dazu gebracht hat, sich dann wirklich konfrontativ damit auseinanderzusetzen, mit diesen Themen, ja. Um da Worte zu finden, nehme ich an. Ja, ja. Ich will das nochmal sagen, auch mit dem anfangs lähmenden Gefühl, keiner hört zu und ich bin da so Außenseiterin. Es gibt dann schon ein und zwei wiederum Kommilitonen, wo man sich dann schon auch aufgehoben fühlt, aber auf lange Sicht war es allein. Und rückblickend würde ich sagen, das ist wichtig, dass man das durchsteht. Da will ich aber sagen, da hat mich, glaube ich, schon der Besuch der Heiligen Messe und der Sakramentenempfang gehalten. Möchte das sagen. Das sind dann unterschwellige Prozesse, die laufen gar nicht so viel im Kopf ab. Die laufen eher auf der Ebene von, ja, woran laufen sie ab? In der Seele. Ja. Die Gnade. Aber wichtig, aber das Empfinden, reden lernen zu müssen, das war ganz genau da. Sie sind ja dann später, wirklich später, also 1993, nach Dresden gegangen, an die TU. Also ich war sehr stark innerhalb der Religionsphilosophie beteiligt. Der Lehrstuhl war natürlich neu, 1993, kurz nach der Wende. Selbstverständlich war das vorher gar nicht da. Ich habe also ich habe den Schreibtisch eines Marxisten-Leninisten bekommen, der vorher mit diesem hässlichen Wort abgewickelt worden ist.
war übrigens noch alles Papier da, die müssen also fluchtartig über Nacht da verschwunden sein, aber auch nicht mehr aufgeräumt. Aber in dem Sinne war es eine tolle Aufgabe, großartig. Sie haben sich ein spannendes Terrain dort vorgefunden, im ehemaligen Ostdeutschland. Ja, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, weil ich dachte, wenn niemand kommt, ein neu aufgebauter Lehrstuhl hängt ja davon ab, ob ich jetzt vor zwei Leuten Unterricht gebe oder ob ich es langsam schaffe, irgendeine größere Zahl auch anzuziehen. Wir waren im Ganzen mehrere Westkollegen, theoretische und praktische Philosophie, da war klar, da war auch der Zustrom schon garantiert. Es gab dann noch ein kleines theologisches Institut, das gibt es heute noch. Da war das Stichwort Theologie eine Bremse, da gingen viele gar nicht hin, obwohl ich dafür auch immer wieder geworben habe. Aber Religionsphilosophie war eben unverdächtig. Und beim ersten Seminar, in das ich wirklich mit Bangen ging, hatte mir so ein Mantra überlegt. Ich musste 10 Minuten zu Fuß und habe gedacht, ich will nicht enttäuscht sein, wenn keiner da ist. Das habe ich mir immer wiederholt. Und dann waren 12 Personen da und ich wusste, dass es geht. Ab 12. Was für eine Zahl. Ja, auch noch 12, wirklich. Ja. Die blieben auch zum großen Teil. Mit einem von ihnen habe ich nach wie vor Verbindung. Es war unglaublich überraschend, dass es auf einmal 12 Personen waren. Ich dachte, 2, 3 ist auch schon schön. Nein, nein, da war auch eine große Erwartung da. Ja, wie waren die Studenten damals so drauf? Also überwiegend sind es ja Agnostiker gewesen. Die haben sich auch Atheisten genannt, das sind sie nicht. Also Atheist heißt, ich bin überzeugt von der Nicht-Existenz Gottes, und dafür habe ich Gründe. Dieser Begriff wird falsch angewendet. Sie nannten sich auch Atheisten, aber sie sind Agnostiker. Also so dieses Unsichere und vielleicht doch, aber wir wissen nichts. Und da haben sich sehr schnell Kontakte ergeben und die sind auch sehr gut mitgegangen. Ich habe diese frühen Jahre, die sind ab 93, als ein völlig offenes Feld empfunden. Es gab ganz wenig Widerstand. Schön. Sie sind beteiligt an einem dritten Forum am Synodalen Weg zum Thema Frauen in Dienst und Ämtern in der Kirche und so weiter. Ich wollte einfach noch ganz schnell fragen, was Ihrer Meinung nach einfach die Stelle der Frau in der Kirche ist. Ja, gerne. Alles, worum die Kirche sich eigentlich bemüht, ist die Heiligung derer, die ihr angehören. Frauen und Männer sind hier im gleichen Sinne genau die Gruppe, um die es geht. Das heißt, sie werden gewaschen, gereinigt, gespeist, genährt und am Ende ihres Lebens noch gesalbt. Ich habe die Sakramente aufgezählt, das heißt, so schön die Salbung heißt in einem Gebet, in den Duft der Unverweslichkeit gehüllt, weil es uns ja auch versprochen ist, dass wir mit unserem Leibe auferstehen. Das sind nicht meine jetzigen Atome, die sich in die Welt verflüchtigen werden. Trotzdem ist es eine Zusage, es wird eine leibhafte Auferstehung geben. Und das sind die eigentlichen Adressaten dessen, worum es der Kirche geht. Frauen wie Männer, das ist überhaupt, und zwar auch in einem, jetzt muss ich auch nochmal den Unterschied betonen, das heißt Frauen in ihrer spezifischen Qualität, Frauen sind die Trägerinnen des Lebens. Im Sinne, dass Frauen durch diese Leibhaftigkeit, die sie eben auch mit dem Leben verbindet, in einer intensiven Weise auch an Lebensvorgängen beteiligt sind. Übrigens rein auch psychologisch gesprochen ist auch intuitiver, viel schneller erraten, also über kommunikative Möglichkeiten verfügen, die nicht prinzipiell jetzt erst schon mal rational sind, also sich sehr viel schneller einfühlen können. Thema der Doktorarbeit von Edith Stein. Einfühlung, Wahrnehmung von Vorgängen, die nicht über Rationalität nur da ablaufen. Und Kirche bedient Frauen wie Männer in diesem Sinne jetzt in dieser Hinführung ihrer Natürlichkeit bis zur Heiligung. Heiligung heißt, sie in dieser Naturhaftigkeit so zu lösen, dass sie diese Gaben auch wirklich in einer großen Fülle entfalten können. Zweite Frage damit verbunden. Unsere Schöpfung hat in vieler Hinsicht eine Symbolbedeutung. Und Frau und Mann werden heute in der Regel nur von ihrer Biologie her gefasst, beziehungsweise in der Biologie auch als austauschbar empfunden. Also jetzt kommt schon die Frage hinein, könnte ich als Frau nicht ein Mann werden oder umgekehrt?
Aber es gibt eine, wir nennen das eine symbolische Bedeutung unseres Daseins. Und das geht jetzt über meine Leibhaftigkeit hinaus. Und die Kirche benutzt jetzt, jetzt bin ich nicht beim Stichwort Frau, sondern Weiblichkeit. Das ist jetzt die symbolische Bedeutung. Weiblichkeit und Männlichkeit. Und sie benutzt das, um jetzt die Näherung Christi an seine Gemeinde auch deutlich zu machen. Das heißt, Christus nähert sich in seiner Männlichkeit einem Gegenüber, das als weiblich konzipiert wird. Das ist Israel insgesamt. Das umfasst Männer und Frauen. Das wäre jetzt die Frage, Christus als der Geber einer Gabe und umgekehrt die Empfänger einer Gabe. Das wäre die Weiblichkeit. Und diese symbolische Bedeutung wird heute extrem in Frage gestellt, ob das überhaupt geht. Und von dort her die Frage, ob Christus nicht auch durch eine Frau abgebildet werden könnte. Dann hätte ich sozusagen die Symbolbedeutung der Weiblichkeit, die würde ich grundsätzlich nicht nehmen, sondern ich würde sagen, Frauen wie Männer sind in derselben Weise Christus-Repräsentanten. Also rein von der Grundausstattung her, dass wir getauft und gefirmt sind. Dahin geht die Tendenz, die geht auch im synodalen Weg dahin. Das heißt, wir lassen die Symbolbedeutung der Schöpfung raus. Finde ich sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt verstehbar ist in der Schnelle. Also was man zurückgewinnen könnte, ich bin wieder beim Konjunktiv, wäre die Frage, ob wir einfach nur grundsätzlich auf unsere gemeinsame Menschlichkeit abheben, dann tritt da die Biologie zurück, dann wären wir im Sinne von Frauen und Männern zunächst mal erstmal Menschen und ein Mensch hat grundsätzlich über Taufe schon mal die Christusrepräsentanz. Dann kann eine Frau auch Priester werden. Wenn ich bei der symbolischen Bedeutung oder bei der Symbolsprache der Schöpfung bleibe, dann könnte ich aber Braut und Bräutigam nicht austauschen. Also Christus als Bräutigam, der der Kirche als seiner Braut begegnet, dann habe ich die Weiblichkeit als solche eigentlich nicht thematisiert. Ich plädiere dafür, beides zu behalten. Das ist anstrengender. Das ist anstrengender. Das heißt, dass man an der zweiten Ebene deutlich nacharbeiten muss. Was heißt Symbolsprache meines Leibes? Was ist Symbolsprache von Weiblichkeit und Männlichkeit? Sie setzen sich ja dann auch sehr viel mit Gedankenwelten auseinander, die nihilistisch gefärbt sind. Ich habe vor kurzem in einem Vortrag von Ihnen gehört, dass Sie davon sprechen, dass wir heute jetzt nicht mehr eine Theodizee haben als Antwort auf das Leid, sondern eine Biodizee, also eine Anklage an das Leben und so weiter. Also Sie gehen damit ja auch in Konfrontation mit solchen Gedanken. Jetzt würde mich noch persönlich interessieren, wie Sie da auch emotional damit umgehen, ob einem, wenn man über diese Dinge nachdenkt und auch in Konfrontation damit geht, ob einem das auch irgendwie tangiert. Ja, bei der Biodizee tangiert es mich schon. Es gibt also, selbstverständlich, die gibt es seit Nietzsche, seit dem 19. Jahrhundert, eine Tradition, also Gott existiert nicht, deswegen brauchen wir uns jetzt auch mit ihm nicht auseinandersetzen. Damit sind aber die Fragen nicht gelöst. Das heißt, die Fragen des Leidens, vor allem das Leiden Unschuldiger, vor allem die Frage, warum eigentlich jede Biografie, auch wenn sie unter denkbar günstigen Umständen von außen gesehen Wohlstand aufwächst, unvermeidlich an Fragen kommt, also das schlichteste aller Fragen, wer bin ich, wer will ich sein, warum bin ich so, warum bin ich nicht anders. Ja. Das heißt, dazu brauche ich jetzt nicht notwendig sozusagen eine christliche Antwort. Aber die Frage, die dann aufkommt, wen klage ich an für das, was mir misslingt? Ich kann mich selber anklagen, aber das ist natürlich auch kurz. Das heißt, hinter mir steht ja auch wieder eine Geschichte, es sind meine Eltern mitbeteiligt an meiner Nicht-Identität. Was sagt man zu jemandem, der durch einen Verkehrsunfall als junge Frau von heute auf morgen den Mann verliert? Wenn sie nicht an Gott glaubt, wird die Sache nicht leichter. Im Gegenteil, also gibt es das Schicksal? Jetzt kommen lauter Fragen. Neuerdings wird an dieser Stelle jetzt eine sogenannte Biodizee, also eine Anklage des Lebens, durchgeführt. Das bedeutet nämlich die Rückfrage, die lange gar nicht auftauchte. Wer hat mich eigentlich ins Leben gesetzt? Jetzt kann ich sagen, meine Eltern, aber meine Eltern sind ja auch in gewissem Sinne blinde Akteure. Also die Nacht, in der ich gezeugt wurde, ist jetzt noch nicht im Visier meiner Eltern und ich bin sowieso nicht im Visier. Also es ist ja immer die schöne Überlegung,
man ist ja selber eine Riesenüberraschung für die Eltern. Also sie machen mich ja nicht, das ist ja gar nicht wahr. Also selbst wenn ich aus einer Samenbank entstanden wäre, wüssten die Eltern immer noch nicht, wer genau ich bin. Ja? Dann bin ich zwar biologisch vorhanden, aber welchen Charakter ich habe, das lässt sich ja aus der Samenbank ja überhaupt nicht definieren. Und von daher wird das Leben angeklagt. Warum ist das Leben so brüchig? Warum? Wir können gleich natürlich in die allerletzte Frage gehen, warum endet es überhaupt mit Tod? Das ist ja auch eine Zumutung. Und von daher gibt es heute eine Biodizee, die Anklage. Man klagt das Leben an. Wer ist verantwortlich dafür, dass ich überhaupt lebe? Im Hintergrund steht auch die Option, ich darf mich selber töten. Ich bin nicht mehr einverstanden mit mir, mit meinem Schicksal. Das heißt, dass ich eine große Krankheit habe, aber wir können das auch vorverlegen. Es gibt ja eine Legislative in Belgien, dass ich schon, ich glaube, ab 12 oder 14 Jahren eine Entscheidung gegen das eigene Leben durchführen lässt. Begründung brauche ich nicht angeben. Ich brauche keine große Begründung. Ich will nicht leben. Das ist eine interessante Entwicklung. Und dagegen sträubt sich auch emotional vieles, muss ich sagen. Man kann diese Diskussion, glaube ich, nicht nur abgeklärt führen. Von daher kommt dann schon so etwas wie das belastet mich auch im Denken. Ich weiß nicht, ob ich dem Gespräch mit einem solchen Gegenüber letztlich ganz gewachsen wäre. Das ist ganz schwierig, wenn man auf jemanden trifft, der so tief mit sich entzweit ist, dass er mit 16 Jahren sterben will. Ganz schwierig, wie fängt man da an? Ist Ihnen das schon mal passiert? Nein. Okay. Aber es gibt schon Fragen oder so nonchalante Bemerkungen, auch in diesen Richtungen. Da merke ich, da verliere ich meine gewisse Abgehobenheit, die man sonst so präsentiert. Ja, das tut mir dann auch weh. Also dieses Wegwerfen bestimmter Gaben, die man einfach hat, aber man will die Gabe nicht und den Geber kennt man nicht und von daher wird das abserviert. Es geht mir auch so bei jungen Leuten, die ihr Geschlecht verändern wollen. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Ganz schwierig. Also wie kommt man eigentlich dran an diese Selbstablehnung? Schon das so zu sagen, ist schon schwierig. Ja? Ich würde sagen, ich lehne mich nicht ab, sondern ich habe einen anderen Selbstentwurf. Aber das kann man nicht so ganz nur so aus der sachlichen Ebene, glaube ich, betrachten. Ja, es ist auch schwierig. Ich glaube, argumentieren ist einfach zu, reicht da nicht aus. Also da muss es andere Wege geben, wie man. Deswegen wollte ich Sie eben auch fragen, weil Sie ja zusätzlich zur Philosophie und Religionsphilosophie und so weiter literarisch quasi tätig sind, also als Herausgeberin der Kleinen Bibliothek des Abendlandes. Ich fand es auch interessant, Abendland, das ist ja ein schöner Begriff, aber im Grunde steckt da ja auch schon dieses zur Ruhe gehen, Abschied nehmen und so weiter drinnen. Also wie können Sie das vielleicht jetzt ein bisschen retten? Also warum gerade Kleine Bibliothek des Abendlandes und was auch der Lichtpunkt darinnen ist und was das eigentlich ist überhaupt? Ja, gerne. Das Stichwort literarisch. Philosophie hat in vieler Hinsicht auch mit großer Literatur zu tun, weil sie selber große Literatur ist. Ja. Augustinus kann ich auch lesen als Literat. Ich brauche seinen Worten nicht glauben, aber der Mann ist einfach ein guter Rhetor. Also er schreibt einfach gut, ja. Wir haben uns folgendermaßen gedacht, ich möchte Frau Dr. Gudrun Trausmuth, Germanistin aus Wien, sehr dankbar erwähnen. Ich meine sogar, dass die Ursprungsidee von ihr kam. Sie hat mich dann gefragt und habe da sehr gerne zugestimmt. Wir wollen vor allem Werke auflegen, die so aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch kamen, weil damals nach dem Ersten Weltkrieg 1918, in dem Europa in vieler Hinsicht zusammenbrach, der Katholizismus ein bisschen wie der Phönix aus der Asche kam, vor allem in Deutschland, aber auch in Frankreich. Die Laisierung in Frankreich hat ja Kirche und Staat so wahnsinnig getrennt. Und wir kennen den sogenannten Renouveau Catholique als Erneuerungsbewegung, der dann in die deutschsprachigen Länder kam. Und von dort her gibt es eine ganze Fülle von Literaten, Gertrud von Lefort, übrigens viele Konvertiten, Bergengrün auch ein Konvertit. Wir haben aber auch große protestantische Literatur. Also wird plötzlich möglich, verhältnismäßig Themen aufzugreifen, ohne sie jetzt
biblisch oder theologisch zu behandeln, aber sie werden Inhalt von Erzählungen. Und das ist ungemein spannend, weil das auch sehr persönlich gefärbt ist. Und deswegen wollten wir diese Umsetzung in Literatur wiederbeleben. Und wir haben leider erst 8 Bände, aber das wird sich fortsetzen. Sind das Erzählungen oder Geschichten, also Werke, die Sie selber auch früher gerne gelesen haben? Ja, das stimmt. Ein bisschen ist es auch meine Bibliothek, das stimmt. Aber nicht ganz. Also wir haben auch drin zum Beispiel John Henry Newman, das berühmte Buch, das er selber schrieb, Meditations and Devotions, übersetzt als Betrachtungen und Gebete. Das ist ein Buch, das er selber zusammengestellt hat, unser Bestseller. Das habe ich früher nicht gekannt. Und wir haben auch drin jetzt, sind die berühmten Marienpredigten von Bernard von Clairvaux, die habe ich vorher auch nicht gelesen. Aber Bergengrün ist dabei, den nenne ich immer einen süffigen Erzähler, ja? Den kann man einfach gut lesen. Der hat einen Pandemieroman aus dem Jahr 1524, die Ansage des Weltuntergangs in Berlin damals. Großartig, große Werbung jetzt. Ich habe es gelesen, ja. Ja, auch Gertrud von Lefort, Schweißtuch der Veronika, ein großer Doppelroman. Ruth Schaumann, wenig bekannt, aber auch eine Konvertitin interessanterweise, die auch eine bedeutende Position in der Zwischenkriegszeit hat. Also ich denke, wir erwecken auch bestimmte Fragen wieder, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg dann verschoben haben. Dann darf ich Sie vielleicht gleich zum Abschluss auch noch fragen. Ob Sie persönlich in Ihrer Arbeit, in dem Wirken noch offene Fragen haben oder offene Lebensfragen, die Sie noch klären möchten? Schöne Frage. Sie verblüffen mich jetzt. Was soll ich da sagen? Selbstverständlich, ja. Also ja doch, eine offene Frage habe ich ganz klar. Ich habe vor 3 Jahren meinen Mann verloren durch Tod. Meinen zweiten Mann, meine erste Ehe war auch sehr kurz. Also eine erste Ehe hat nur 6 Jahre gedauert. Auch mein erster Mann ist sehr schnell gestorben. Zweite Ehe war sehr viel länger, fast 25 Jahre. Eine völlig offene Frage ist für mich, wie treffe ich auf der anderen Seite durch das Tor des Todes hindurch auf die Menschen, die ich geliebt habe? Also, dass ich sie treffe, gehört zu meinem Glaubensinhalt. Und auf eine komische Weise bin ich auch sicher, dass das stimmt. Das ist für mich zweifellos, das ist ein Fortleben. Ich kann Ihnen gar nicht erklären, warum das zweifellos ist, ist so. Aber wie das ist und wie sich das abspielt und wie das, da ist etwas ganz Großes versprochen. Und das wird nicht plastisch, verstehen Sie? Das ist etwas, da geht man einfach in etwas hinein. Und das ist eigentlich eine ganz große Erwartung meinerseits, sie ist schon da, ja. Aber die ist blass, die hat keine Konturen. Liebe Frau Gerl-Falkwitz, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke umgekehrt.